Ja, willkommen zurück zu Pokémon Kristall Edition für den Game Boy Color und es geht jetzt hier weiter. Es hat sich so einiges getan zwischen dem vorigen Part und diesem Part hier, denn ich habe so einige Änderungen in meinem Team vorgenommen, dazu komme ich gleich. Außerdem habe ich in einem vorigen Part vergessen, euch die Gefangenen, also die Offscreen gefangenen Pokémon vorzustellen. Und zwar, das will ich jetzt einmal nachholen in den Pokédex. Und zwar ist einmal Ditto. Da wollen wir hier einmal die Information lesen. Irgendwo muss der hier sein. Ditto. Wo haben wir ihn? Ja. Müsste eigentlich bald mal hier so kommen, ne? Ja, ihr seht auch schon, das kann ich auch schon mal zeigen. Ah, Ditto ist hier unten, okay. Und Abra und Traumato habe ich auch gefangen. Ja, also einmal Ditto hier. Trifft es auf ein anderes Ditto, bewegt es sich schneller als gewöhnlich, um es exakt nachzuahmen. Ne? Und dann habe ich einmal Abra gefangen. Es hypnotisiert sich, um mittels Teleport auch im Schlaf zu fliehen, wenn es Gefahr verspürt. Genau. Und der Traumato. Wenn es mit der Nase zuckt, kann es feststellen, wo jemand schläft und was er gerade träumt. Genau. Und so, das waren aber noch nicht alle. Dann habe ich noch einen Pummeluff. Aber ich glaube, da sind wir auch schon vorbei. Pummeluff war doch hier oben irgendwo, ne? Pummeluff. Warte mal. Na. Pummeluff. Da. Genau, Pummeluff. Während es ein Schlaflied singt, rollt es mit den Augen. Der zarte Gesang versetzt jeden im Schlaf. Nein, nicht immer. Das funktioniert aber nicht immer. Und dann noch ein Fukano. Ich glaube, da bin ich auch schon vorbei, ne? Mal kurz nach oben. Fukano. Ist mir endlich gelungen, ein Fukano zu fangen. Ich hatte ja am Anfang ja Probleme damit gehabt. Aufgrund von Brüller. Okay, dann muss ich ein bisschen weiter runter hier. Also von Brüller, ja. Da flohen dann immer die Pokémon. Und ich habe das aber tatsächlich so hinbekommen. Denn spätere Fukano-Versionen, die nutzen Brüller nicht immer. Sondern hin und wieder nur mal. Und deswegen war das auch kein Problem. So, müssen hier doch eigentlich auch gleich kommen, Fukano, ne? Fukano! Ja, Mogelbaum! Aber das habe ich schon gezeigt, Mogelbaum, ne? Im vorigen Part, ne? Ja. So, jetzt müsst ihr aber gleich mal kommen hier, ne? Fukano? Da! Fukano! Stößt es in seinem weiten Gebiet auf einen fremden Geruch, versucht es, den Eindringling zu vertreiben. Und zwar mit Brüller, ja? So, und jetzt kommen wir dazu, dass ich so einige Veränderungen in mein Team gemacht habe. Und zwar seht ihr hier, also ich habe erst ein bisschen gelevelt, wie ihr sehen könnt. Carpador und Kleinstern stehen kurz vor ihrer Verwandlung, also für ihre Entwicklung. Und das werde ich gleich machen, onscreen hier. Ich habe es nämlich so gemacht, dass irgendwie ein oder zwei Kämpfe noch nötig sind und dann entwickeln sie sich. Und ja, ihr seht, Fleckmon ist in meinem Team. Jetzt fragt ihr euch, ja, wer war denn vorher noch da? Ja, Smetbo. Smetbo habe ich leider aus dem Team entlassen. Also abgelegt in meinen PC oder im Bilds PC in diesem Fall. Da Fleckmon ja zum Thema wurde. Also in diesem Spiel kam ja einmal Knofenser, ne? Der Knofenser-Turm kam vor und es kam ein Fleckmon-Brunnen vor. Und da diese ja für dieses Spiel thematisch waren diese beiden Pokémon, bleiben die jetzt auch im Team. Und Fleckmon wird ja auch noch eine Entwicklung bekommen, und zwar zu Lamus. Das wird aber ein bisschen später. Ich glaube, erst mit Level 37 wird das passieren. Ja, und Utrigaria hat auch noch eine Verwandlung vor sich. Da muss ich aber einen Blattstein für haben. Und zwar Sarzenia heißt sie, glaube ich. Naja, werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall werden wir uns jetzt erstmal darum kümmern, hier Carpador entwickeln zu lassen. Ich habe hier immer gegrindet. Ah, gerade ein Fukano hier. Da weiß man immer nicht, ob das Brüller macht. Ja,
Da hat immer noch nicht so viel drauf. Ich habe immer die beste Erfahrung. Da können wir mit Kleinstein machen, ja? Vielleicht haben wir gleich zwei Entwicklungen dann direkt hintereinander. Und hier seht ihr die Erfahrungspunkte. Brüller, oh, dumm. Brüller ist so unnötig, ganz ehrlich. Das ist so das Beschissenste, was es im Pokémon gibt. Ich kenne nichts Beschisseneres als Brüller, wenn man sich auf einen Kampf vorbereitet. Das ist einfach nur verschwendete Zeit und schon wieder ein Fukano. Wehe, du machst auch noch mehr Brüller. Dann ist aber was los, ihr verdammte Kacke. Das nervt einfach nur. Das ist einfach nur Zeitschinderei, dieser Scheiß. Jetzt... Die ganze Zeit haben die keinen Brüller gemacht, aber jetzt, da ich aufnehme... Ja, klar, natürlich! Dann kommt doch wenigstens bitte kein Fukano, sondern bitte... Taubsi oder Tauboga. Danke! Meine Fresse nochmal, ey! Das kotzt ein Jan hier, ganz ehrlich. Scheiß Brüller, die ist die dümmste Attacke, die es überhaupt gibt im Pokémon. Wenn man grinden möchte. Oh, nein, und dann macht noch Sandwirbel, dieses Arschloch. Wehe. Wenn du einmal daneben schlägst, dann tausche ich dich aus. Er steht ja bestimmt gleich daneben, weil er die Genauigkeit noch weiter gesunken ist, ne? Ich hab's mir ja doch gedacht. Na komm, ein Schlag brauchst du noch. Komm, das kriegst du hin. So. Endlich. Meine Güte, das hat ewig gedauert, ihn auf Level 20 zu bringen. So, dann wird er ja gleich eine Entwicklung. Hey, Kapador entwickelt sich. Glückwunsch, dein Kapador wurde zu Garados. Sehr schön. Und ja, Garados erlernt Biss. Gleich sofort am Anfang. Das ist immer so. So, jetzt kann ich ja Kleinstein nach vorne packen. So, Tausch. Wie sieht Garados denn hier als Miniatur-Grafik aus? Na, okay. So, dann geht's jetzt hier los. Und bei Fleckmon, da muss ich auch sagen... Das sind auch ganz gute Attacken. Also Aquaknarre und Konfusion hat es gelernt. Das hat auch ewig gedauert, den auf Level 20 zu bringen. Und ja, das war schon ziemlich langwierig, weil der am Anfang auf Level 6 war und ich musste den ja ziemlich weit aufleveln. Also, und das hat ewig gedauert. Ja. Ah, komm, jetzt mach mal hier. Kann doch nicht sein, dass du so häufig daneben schlägst, ey. Dummer Kram ist das, ganz ehrlich. Das kotzt einfach nur an. Das ist sind schlechte Elemente im Pokémon. Muss ich ehrlich sagen. So, Volltreffer. Ja, ist sehr effektiv. Ich glaube, ich müsste doch noch einen Kampf machen. Ne? Naja, reicht nicht ganz. Und eben Konfusion. Also Aquaknarre und Konfusion. Das heißt also, Fleckmon müsste dann ja eigentlich so eine Mischung aus Wasser-Pokémon und hier Psycho-Pokémon sein, oder? Irre ich mich da? So. Muss der denn immer zuerst drankommen mit deinem scheiß Sandwirbel da? So, ja, natürlich. Das war so vorauszuahnen. Ey, du bist doch geistig behindert. Ja, nochmal Sandwirbel, damit er noch... das ist doch so beschissen ist das. Tut mir leid, dass ich mich da aufrege, aber das macht mich unglaublich aggressiv. Weil es einfach nur dämlich ist. Blind kann doch niemand sein. So, jetzt entwickelt sich auch Kleinstein auch noch. Und, ja, wie man sehen kann. Und zwar zu Georock. Ich habe jetzt so im Gedächtnis Geowatz, aber Geowatz ist die dritte Entwicklung, die ich leider nicht durchführen kann. Weil man da die tauschen muss. So, jetzt haben wir auch die Entwicklung. Jetzt mache ich nochmal hier das hier. Also nochmal Heilung hier. Und dann wollen wir uns Teak City mal genauer unter die Lupe nehmen. Habe ich schon mit den Leuten hier im Pokécenter gesprochen? Das weiß ich nicht. Vorsichtshalber mache ich das noch. Ah, die Klappe. Meine Fresse! So. Ja.
Jens, der Arenaleiter, ist so cool. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Also, das haben wir mit den Leuten gesprochen. Der Arenaleiter heißt Jens, genau wie mein Onkel. Ich will im Tanztheater üben. Kommst du mit? Oh nein, sag nicht, sowas gibt es hier, dass man hier irgendwie tanzen muss oder was. Oh, bitte nicht. Warte mal. Lass mal gucken. Ich muss ja extra im Beutel gucken, was ich hier noch so brauchen könnte. Der Pokéball. Superbär müsste eigentlich. Aber erstmal gucken, was die Leute sagen hier. Setz, du belebe einen, wacht ein besiegtes Pokémon wieder auf. Mein Evoli entwickelte sich zu einem Psyana. Okay, aber das Evoli meines Freundes wurde zu einem Nachtara. Ich frage mich, wieso? Wir haben unsere Evoli gleich aufgezogen. Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten. Ich hatte eben noch nie Evoli gehabt, obwohl ich Evoli eigentlich ganz gut finde. So, kaufen wir mal hier Superball. Oh, 11.000. Ja, ich kann ja noch ein paar Superbälle mal. Nein, so viel jetzt auch nicht. Nehmen wir mal 5 Stück mit. Ja. So, bitteschön. Gegengift kann ich ja noch ein paar mitnehmen. Aber wieso muss man nach oben drücken? Nehmen wir mal 4 Stück mit. Ja. Paraheile, Aufwecker. Wieso mache ich immer das falsch hier? Ich weiß nicht, kriegt man noch eine Pokéflöte hier? Ich glaube nicht, ne? Deswegen ist Aufwecker sehr elementar wichtig hier. Aber man weiß ja nicht. Ich weiß es ja nicht, ob es noch sowas gibt. Und bitte auch nicht in die Kommentare schreiben oder in den Chat der Premiere. Das wäre nämlich ein Spoiler. So. Tanztheater von Teak City. Gucken wir gleich mal. Na Kröte, hast du gelernt zu tanzen wie die Kimono Girls? Ich habe gehört, dass dir ein eigenartiger Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihrem Tanztheater gehst. Du bist der eigenartige, nette Mann, oder? Oder, hä? Was ist denn das hier jetzt? Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Okay. Dieser Mann hat immer ein Rizeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa ein Mono-Synchron-Schwimm-Pokémon zu besitzen? Ja, auf jeden Fall hier, ja, das ist denn also dieser nette Mann hier. Und was sind das hier für Felder? Was bist du? Achso, das ist das Rizeros, ja. Okay. Das sind die Kimono Girls hier hinten, ne? Ah, da wollen wir mal gucken. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Können wir mal gucken erstmal. Die Kimono Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Das sind aber mehr als... War das nicht 4 oder sowas? Ja, ich werde mal speichern, vorsichtshalber. Weil ich nicht weiß, wie stark die sind. Okay. Dann mal los hier. Du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Ja, mal gespannt. Wie stark die jetzt sind hier. Kimono Girl Edith möchte kämpfen. Ach, sie hat eben nur einen. Okay. Flamara in den Kampf. Das passt da ganz gut. Ich habe Kleinstein vorne. Oh, Level 17. Ja. Oh, Kleinstein sage ich. Georock. Entschuldigung. Intensität machen wir hier natürlich 7. Und das müsste eigentlich gut sein. Ja. Ist auch gut. Sehr effektiv. Oh. Ganz schön viele Erfahrungspunkte. Oh, du bist sehr stark. Das war ein toller Kampf. Ich würde dich gerne mal wiedersehen. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Ja, Kaiko. Passt ja natürlich der Name. Psyana. Ah, jetzt. Hier, Psyana jetzt. Oha. Psycho-Pokémon, ne?
Da machen wir natürlich mal wieder Intensität. Oh, scheiße. Oh nein. Oh, Intensität 4 nur. Das ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Oh, komm, das kriegst du besser hin. Nein, nicht Konfusion. Warum denn nur 4? Weil die Genauigkeit gesunken ist? Hat es das damit zu tun? Ich glaube nicht, oder? Ja, endlich mal hier mal vernünftige Stärke hier. Geht doch. Warum nicht gleich so? Georg erhält... Ja. Boah. Ich glaube, ich sollte auch mal andere nach vorne setzen. Fast beinahe hätte ich dich gehabt. Rhythmus ist nicht nur zum Tanzen, sondern auch für Pokémon wichtig. Ja, ich setze jetzt mal meinen Starter-Pokémon nach vorne. Igelava ist nämlich... Nee, Fleckmon. Ah, Fleckmon, aber da weiß ich... da weiß ich nicht. Na gut. Fleckmon ist erst Level 20. Garados ja auch, ne? Das heißt, die beiden müssen erst einmal viele Erfahrungspunkte bekommen. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Sehe ich nicht, das sind nur irgendwelche Pixel. Oh, ein Pokémon-Kampf. Ich bin mal gespannt, wie Fleckmon sich anstellt. Kommt auch immer darauf an, was für einen Gegner ich jetzt habe hier. Ne? Also, was für ein gegnerisches Pokémon. Linda heißt sie, okay. Nachtara. Ach du Scheiße. I don't know. Ich mach mal Konfusion. Ah, oh, Scheiße. Ich kann den nicht wechseln dann jetzt, ne? Ohne getroffen zu werden. Das hat keine Wirkung. Ey, wie kann das... Moment mal. Generell keine Wirkung, oder wie? Nee, es hat offensichtlich keine Wirkung. Ja. Ja, tut mir leid, Fleckmon, aber... Wenn ich jetzt dich tausche, dann wirst du eh getroffen. Da würde ich lieber vorher noch ein bisschen Schaden machen, falls es möglich ist, aber ich... Das ist zu langsam, das ist das Problem. Verfolgung macht aber auch so Schaden, ne? Das ist ja dumm hier. Also Nachtara ist ein Nacht... Wir haben irgendwas mit Licht. Solarstrahl haben wir noch nicht, ne? Ach, Noctu mit Sternschau vielleicht. Mal gucken. Da habe ich ja gerade... das falsche Pokémon... Also das falsche für Nachtara eingesetzt. Okay. Noctu hält Verfolgung besser aus. Ah. Ja. Ja, ich muss da nochmal wieder raus. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. Ja, du hast auch nur eins gehabt. Selber schuld. Jeden Monat stecke ich mir eine andere Blume in die Spange. Na. Ja, da müssen wir mal zurück. Achso, kann man das hier sich angucken hier? Ey, guck da hin. Eine hübsche mit Blumen dekorierte Tafel. Na. Ich gehe nochmal raus. Ich will hier Fleckmon noch eine Chance geben, sich gegen die Kimono-Girl zu bewähren. Vielleicht, ja, es war wahrscheinlich auch das falsche Pokémon. Nachtara war wohl nicht unbedingt gerade jetzt sein Metier. Vielleicht, wenn er jetzt sein... Scheiße, das erste Pokémon wäre gut gewesen. Für ihn. Nämlich Flamm-Pokémon. Aber mal gucken. So, die drei haben wir jetzt besiegt und jetzt kommt sie hier. Wie heißt sie? Oh, du scheinst nett zu sein. Willst du kämpfen? Wilma. Wilma! Woher kenne ich das? Oder woher kennt ihr das? Also woher kommt euch das bekannt vor? So, jetzt probiere ich nochmal mit Konfusion. Aquaknarre wird nichts bringen. Ja. Okay, hier hat es eine Wirkung. Ich war wirklich wegen Nachtara. Oh, scheiße. Ah, gut, Verwirrung. Ja. Da kann ich auch mal mit Tackle. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ja, komisch, die gegnerischen Pokémon treffen sich nie selber, wenn man. Wenn die verwirrt sind. Aber immer nur die eigenen hier. Boah, viel Schaden mache ich ja nicht, ne?
auch noch ein Volltreffer. Ah, doch mal. Ja, nur weil mir es aufgefallen ist, ne? Okay, setzen wir mal darauf. Ah, geht doch. So, jetzt nochmal hier. Normal-Tackle hier. So. Einmal noch. Ah, scheiße. Oh gut, das ist Fehlschlug. So, geht doch. Meine Güte nochmal. Fleckmann erhält, ja, 714 Erfahrungspunkte und ist auch siegreich hier vorgegangen. Du bist stärker, als du aussiehst. Oh, Junge. Hey Feinde, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC, es wird dir gefallen. Ja, übrigens, ich habe das eine Item, was ich neulich da bekommen habe, das habe ich abgeholt, das war Schutz. So, damit nur mit ihr es wisst. Ich habe viel trainiert, also dachte ich, ich wäre gut, aber ich bin es wohl nicht. Gut, dann wollen wir jetzt mal Garados nach vorne setzen. Tausch. So, weil es auch erst Level 20 ist. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Lore möchte kämpfen. Okay, Kimura, ja. Blitz, ausgerechnet. Ausgerechnet, jetzt, soll ich ein Wasser-Pokémon hier habe. Als wenn es geskriptet ist. Aber komm, wir machen einfach mal hier Biss. Oh, shit. Ja, Hälfte abgezogen hier. Ja, das macht nicht so viel Schaden, ne? Ja, das wechsle ich lieber, Und zwar... Gegen Elektro ist ja Feuer ja ganz gut. So, Glut. Ich würde gerne mal wissen, wann ich mal stärkere Feuerattacken bekomme hier. Okay. Ich will mich nicht beschweren. Das war ja auch ganz gut hier. Nochmal Tackle am Ende. Oh! Die ist lustig gemacht! Shit! Sag mal, bist du geistig behindert oder was ist das? Wieso gehen dein... Nee, du machst das Tackle! Darauf bestehe ich. Blind muss man sein, ganz ehrlich. Fass ich jetzt echt nicht, ey. Zweimal daneben gegangen. Das Tackle für eine scheiß Attacke in diesem... In dieser Generation, ey. Dumm. Oh, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. Ja, bla bla bla. Jedes Mal immer dasselbe. Das nervt irgendwie auch ein bisschen, dass es immer jedes Mal steht. Ich werde nicht aufhören zu tanzen, solange es Leute gibt, denen ich dadurch Freude bereite. Auch meine Pokémon unterstützen mich dabei. Ja, freudig. So, ich habe alle besiegt. Ich will jetzt hier eine Belohnung haben. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu. Nimm es ruhig. VM3. Was war das nochmal? Ja. Das ist Surfer. Okay. Wann kriege ich denn mal Fliegen? Meine Fresse. Damit können Pokémon ja jedes Gewässer überqueren. Ja, ich kann es aber noch nie nutzen, ne? Oder? Nee. Ich weiß nicht, ob wenn ich den Jens besiege, ob das dann funktioniert. So, jetzt auch einmal hier heilen. Und dann, das Item noch abholen. Genau. Und dann war es auch erstmal mit diesem Part. Ja, viele Neuigkeiten habe ich da erzählt hier über die Teamzusammenstellung und alles. Entwicklung haben wir auch noch durchgemacht. Und die Kimono Girls besiegt. Das ist ein bisschen was. So, jetzt will ich gucken, was ich hier habe. Item aufnehmen. Das ist die Frage, ne? Das ist eigentlich der Supertrank. Ja, das nehme ich natürlich mit. Ja, eins ist doch nur hier. Moment mal, habe ich das jetzt bekommen? Das ist so seltsam hier, dieses Spiel. Ja, na, Quatsch, meine Fresse. Das fängt immer oben an und... Statt dass es da anfängt, wo ich das letzte Mal war. Es hat eine schlechte Befehlsmemory. So, ja, dann
Ja, sehen wir uns hier direkt im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.